Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herbert Borraska sagt zu Österreich Gute Nacht, aber ich sag Gute Nacht Österreich und begrüße Sie zur 60. Ausgabe unserer kleinen, feinen Satire-Sendung direkt nach dem Länderspiel gegen Weltmeister Frankreich. Auch ich bin, und ganz ohne Ironie, ein Fan des österreichischen Fußballnationalteams und darum habe ich die vielen Veränderungen der letzten Wochen mit großem Interesse verfolgt. Gut, für Ralf Rangnick war es leicht, der kann jetzt einfach das ernten, was Franco Foda gesät hat. Und richtig, da war jetzt wieder Ironie im Spiel. Aber nach den packenden Partien gegen Kroatien und Dänemark hat mich brennend interessiert, was gerade hinter den Kulissen so abläuft. Daher habe ich unser Team schon vor dem Frankreich-Match beim Training besucht. Es hat einen Wechsel an der Staatsspitze gegeben. Österreichs Fußballnationalmannschaft hat einen neuen Teamchef. Viel wird in diesen Tagen über die Aufstellung gesprochen. Vielleicht spielen wir demnächst mit einem 5-4-3-2-1 System. Immerhin, dann hätten wir gleich 15 Mann am Platz. Ole, 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 ole. Herr Gregoritsch, der Fußball soll Unterhaltung sein, sagt der Teamchef. Gilt das auch für die Interviews? Ja, sicher. Ein Witz vielleicht? Nein, die dauern alle lang. Und jugendfrei sind sie auch nicht. Aha, also dann die nächste depperte Frage. Ja, eine noch. Eine noch. Was kann die Politik vom Fußball lernen, dass man vielleicht bei der Arbeit keine Handys verwenden soll? Ja, keine Handys und dass wir vor allem weltoffener sind. Weil es ist ja wurscht, ob jetzt Arnautović oder Gregoritsch, wir sind alle Itch und trotzdem sind wir Österreicher, oder? Welt, also offen für offen die Welt, für, offen für die Welt, aber nicht für die Gegentore. Nein, Gegentore sind wir vermeiden. Alles klar, danke. Herr Trimmel, eine Frage bitte schön. Sind so lieb. Was? Dürfen Sie nicht sprechen ohne Sponsorenwand? Herr Alaba, bitte eine Frage. Herr Alaba. Bitte, ich bin ein Riesenfan von Ihnen. Alaba! Das kenne ich schon. Herr Alaba, bitte nur eine einzige Frage. Darf ich Sie so begrüßen wie der Landeshauptmann von Tirol? Nein. How do you do? Nein, nein. Der Trainer hat was für Sie. Okay. Der Trainer. Danke. Ein Trainingsleiberl. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen beim Training. Ich habe extra ein Leiberl für Sie mitgebracht. Oh, das ist extrem nett. Darf ich mittrainieren? Ja, selbstverständlich. Müssen Sie sich aber noch umziehen vorher. Ja, ich komme sofort. Ja, okay. Was sagen Sie zu unserem schönen Schmuckkästchen, dem Ernst-Happel-Stadion? Ja, wenn es hell genug ist und der Rasen funktioniert und kein Loch im Rasen ist, ist es gut. Das schönste Stadion des Ostblocks, ne? Ja, weiß ich nicht. Es wundert sich aber ganz Österreich. Ein top-professioneller Trainer entscheidet sich für den österreichischen Fußballbund. Ja, warum nicht? Okay. Und Sie schaffen es innerhalb kürzester Zeit aus einer unmotivierten Verlierertruppe richtig Spannung hineinzubringen, eine Siegermentalität einzuimpfen. Haben Sie da vielleicht Tipps für die SPÖ? Nein, habe ich nicht. Von der Politik verstehe ich nichts. Zwei letzte Fragen. Die Bundesheer-Experten sagen alle, Österreich ist nicht mehr in der Lage, sich selber zu verteidigen. Gilt das auch für unseren Strafraum? Nein. Ja, das Training ist leider vorbei und ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, alles das zu fragen, was mich sonst noch interessiert. Ob das Team wirklich keinen Alkohol trinkt, wenn Martin Hinteregger nicht im Camp ist. Was denn so das Lieblingstattoo von jedem einzelnen Spieler ist. Und wer die meisten versteckten Fouls begeht. Die Kroaten, die Dänen oder doch die ÖVP. Egal, meine Autogramme hole ich mir jetzt trotzdem, nur die Kameras müssen leider draußen bleiben. Alaba. Arnautović.